Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende des Monats angekommen und am letzten Donnerstag im Monat gibt es ja immer unseren Hörgenuss. Ganz viele liebe BookTube-Kolleginnen und ich laden ja hier immer einen besonderen erzählerischen Hörgenuss hoch und schwärmen von ja allerhand Dingen, die man eben hören kann. Und so heute auch ich, und zwar über ein Hörbuch, das ich jetzt auch im September gehört habe. Es ist Es war einmal ein blauer Planet von François Lelor. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich bin leider nicht des Französischen mächtig. Aber ich blende euch ja das Cover ein und allein das hat mich schon mega, mega angesprochen. Und dann auch der Klappentext, der so ein bisschen Science-Fiction verspricht und eine Rückkehr auf die Erde. Und da war ich auf jeden Fall schon sehr, sehr neugierig. Ich selbst kenne die bekannte Reihe von dem Autor nicht. Das ist ja diese Hector auf der Suche nach dem Glück-Reihe. Da bin ich tatsächlich irgendwie nie wirklich drüber gestolpert, hat mich nie irgendwie angesprochen. Aber ich bin definitiv hier sehr, sehr gespannt gewesen und hatte in die Hörprobe reingehört und auch gesehen, dass es aus zwei Perspektiven erzählt wird. Und wir haben hier einmal Nico Holonix und Bernadette Herwägen. Und es ist richtig schön, dass ja die Stimmen im Grunde auch einfach unterschiedlich ist, sodass man auch als Hörer relativ schnell der Geschichte, dem Perspektivwechsel auf jeden Fall auch folgen kann. Das Buch hat an und für sich um die 290 Seiten und hat um die knapp 8 Stunden Hörzeit gehabt. Gibt es ungekürzt, und das ist ja für mich immer relativ wichtig, dass es einfach ungekürzt ist, weil ich immer so denke, ich würde wohl irgendwas verpassen. Da könnt ihr mir ja gerne mal eure Gedanken auch in die Kommentare schreiben zu gekürzten Hörbüchern. Alle Infos zum Buch und auch natürlich die Links zu den Mädels findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da ist auch die Playlist für die Hörgenuss-Videos immer verlinkt. Also die findet ihr immer unter jedem Video. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Ja, wir sind hier geschichtlich in der Zukunft und wir treffen uns auf dem Mars wieder. Dort treffen wir auf Robin, ein Neutrum und auch der einen Perspektive. Und der soll auf die Erde zurückgeschickt werden, denn einst haben wir Menschen unseren Planeten, unsere Erde verlassen müssen, denn wir haben sie zerstört. Und es war lange Zeit nicht möglich, auf diesem zu leben. Hier soll er ja eine Erkundungstour vornehmen, obwohl so ein paar andere vor ihm schon gescheitert sind. Und der Anfang der Geschichte beschäftigt sich auch so ein bisschen damit, warum gerade er, beziehungsweise er als Neutrum. Und er reist aber dann auf unseren blauen Planeten. Und als er auf unsere Erde trifft, findet er eine reine Luft vor, einen feinen Sand, er hört Vogelgezwitscher und auch das Meer findet er ganz, ganz toll. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass das auch die Momente sind, die ich schön fände. Spätestens wenn das Meer vor mir stünde, würde ich als Marsianer sagen, ja, hier bleibe ich, denn ich glaube, auf dem Mars gibt es kein Meer, aber ja, das nur so am Rande. Es scheint ihn glücklich zu machen, zumindest glaubt er das zu fühlen. Und so stellt er sich so ein bisschen auch die klassischen Fragen, was genau Glück eigentlich ist. Und auch neben dem Glück so ein bisschen, welches Zusammensein dann auch glücklich macht. Also was die Menschen suchen, was sie finden und was sie, ja, wie sie das dann auch finden. Zudem haben wir eine zweite Erzählerin. Wir treffen auf Hugh und auch hier erfahren wir so manch Spannendes. Da möchte ich aber gar nicht zu viel erzählen. Mir hat das Hörbuch sehr gut gefallen. Es war wirklich ein spannendes Thema. Es waren tolle Gedanken, die aufgeworfen wurden. Ich hatte so einige Gänsehaut- und auch Nachdenkmomente, die immer noch so ein bisschen nachhallen, die mich wirklich sehr begeistert haben, die auch wirklich den Kopf haben, ein bisschen rattern lassen. Es ist kein Buch, kein Hörbuch, was man einfach so wegliest, sondern was definitiv wirkt und auch nachwirkt. Die erste Hälfte fand ich überragend. Da habe ich wirklich gedacht, das wird ein absolutes Highlight-Buch. Dann wurde es ein klein wenig schwächer. Dementsprechend ist es dann eben so ein kleineres Highlight, wo ich einfach sage, es hat sich dann so ein bisschen an mancher Stelle vielleicht verloren. Aber ich glaube, es war tatsächlich sogar so geplant.
Und durch die Wortgewalt, die der Autor hier anwendet, ist man aber absolut gepackt. Zudem haben wir wirklich eine fantastische Sprache und das ist wirklich groß, das ist bildhaft, das ist lebendig. Wir haben Emotionen, Tiefgründigkeit und so, so viel, was wir hier im Grunde mitnehmen von Robin und welche Fragen eben auch im Leben einfach wichtig sind. Man muss sich natürlich auf diese Reise auch ein bisschen einlassen. Ich glaube schon, dass das ein sehr spezieller Buchgeschmack ist, dass man das schön findet. Aber das sollte man auf jeden Fall einfach mal gehört oder gelesen haben. Wir haben zwei Erzähler, wir haben zwei Stimmen und dementsprechend auch zwei Perspektiven. Und das fand ich sprachlich richtig, richtig toll, dass man eben diesen Unterschied hatte. Und wir hatten es nicht nur im Erzählen, sondern auch im Erzählstil. Dass man definitiv merkt, dass der Autor versucht hat, beiden die eigene Stimme zu geben. Und das mochte ich auch sehr, weil man nicht nur anhand der Stimme des Sprechers gehört hat, dass sich was verändert hat, sondern auch wie uns etwas erzählt wurde. Und ja, es gibt so einige Fragen, die ja aufgeworfen werden und man merkte definitiv, dass relativ schnell, dass wir Menschen eben einfach Individuen sind und jeder sein Glück eben einfach auf andere Weise wahrnimmt, findet, auslebt. Und es gab so einen schönen Spruch letztens an meinem Kalender, jetzt komme ich schon mit Kalendersprüchen, wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen diesen Gedanken, den wir in diesem Buch immer mal mitgetragen bekommen, sehr gut wieder. Es gibt einen sehr, sehr regen Austausch zwischen Robin und im Grunde all denen, die noch irgendwie auf unserem Planeten vorhanden sind. Und das fand ich sehr authentisch und hat mir auch sehr gut gefallen. Es war sehr lebendig, es hat sich einfach echt angefühlt, als würde man selbst mit Robin sprechen und man konnte da so vieles auch einfach sehr, sehr gut nachvollziehen. Was ich sehr gut fand, war, dass das Buch tatsächlich relativ neutral geblieben ist und man einfach sich selbst seine Gedanken machen kann. Also gar nicht von dem Autor in irgendeine Richtung gelenkt wird, sondern alles betrachtet wird und auch uns alles freigelassen wird. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich hatte so eigentlich irgendwie doch was anderes erwartet und bin umso freudiger, dass es so geworden ist, denn ich wurde überhaupt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Ich fand es wirklich eine sehr schöne Geschichte und ein wunderschönes Hörbuch und es war so ein bisschen Märchen meets Science Fiction und das fand ich tatsächlich richtig schön, denn es beginnt ja auch schon mit Es war einmal und führt uns dann aber in die ferne Zukunft auf einen anderen Planeten und führt uns aber dann auch wieder zurück, also richtig, richtig schön. So ein bisschen die Kritik ist tatsächlich, dass es ab der zweiten Hälfte so ein bisschen unaufgeregter wurde. Aber das ist tatsächlich Jammern auf hohem Niveau. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch, ein wunderbares Hörbuch, was eben auch von den beiden Sprechern lebt, die wirklich eine wunderbare Atmosphäre geschaffen haben, eine wunderbare Art, die Geschichte zu erzählen. Und ich hier definitiv auch das Buch als Hörbuch empfehlen würde. Wenn ihr gerne Hörbücher hört, dann gibt es auf den gängigen Plattformen und zumindest auch bei Audible habe ich gesehen, dass es ungekürzt ist. Ich selbst habe es ja vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, wofür ich sehr dankbar bin und mich wirklich sehr gefreut habe und das war halt schwärmerisch über den Es war einmal ein blauer Planet Hörbuch und jetzt bin ich natürlich total neugierig, welche Hörgenüsse die anderen Mädels heute so präsentieren. Schaut da gerne in die Infobox oder vielleicht habt ihr sie auch alle schon abonniert. Schaut euch da gerne heute in eurer Abo-Liste um. Ich bin natürlich auch dann noch neugierig, was ihr vielleicht als letztes gehört habt. Ganz egal, ob Hörbuch, Hörspiel, Podcast. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Und ob ihr das neue Buch des Autors schon auf dem Schirm hattet, ob ihr vielleicht auch von der Hector-Reihe schon begeisterter Fan seid, dann lasst uns da gerne ein bisschen drüber quatschen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.